blinkende LEDs vom Wohnmobil. Davor steht Minister Gerald Dün vom Wirtschaftsministerium NRW. Wie geht es denn weiter mit solchen Elektroautos wie dem Wohnmobil, was das Land gefördert hat? Ich glaube, das hat eine gute Zukunft, weil immer mehr Menschen sehen, dass die Elektromobilität eine wirkliche Alternative ist und nicht nur eine Spielerei von ein paar Leuten, die keine Lust mehr haben, mit Benzinern oder Diesel zu fahren. Das Land hatte ja den Willen, die Elektromobilität zu fördern und Vorreiter zu sein. Hat das Land das geschafft? Wir sind sehr weit vorne. Wenn man sich bei Experten umhört, dann ist das, was wir in Aachen an der Universität oder in Dortmund, Münster, aber auch in Bochum machen, dann ist das das Führende. Was wir nicht geschafft haben, ist in ein Schaufenster zu kommen. So war ein Wettbewerb des Bundes benannt. Aber das bringt uns überhaupt nicht von den Aktivitäten ab, sondern wir machen unvermindert weiter. Schaffen Sie es denn in Berlin noch, die Aufmerksamkeit für das Thema zu erhalten? Berlin ist dann nicht das Entscheidende. Die fördern aber unsere Projekte nach wie vor. Aber das ist gar nicht das A und O, sondern das A und O ist, ob die Automobilhersteller, ob die Zulieferer daran interessiert sind, was wir in Nordrhein-Westfalen machen. Und das ist der Fall, weil Sie wissen, hier ist die Kompetenz.